Sie ordnet dem lang ersehnten Olympiasieg alles unter. Für die perfekte Kür sagte Aljona Savchenko mit ihrem Partner Bruno Massot sogar die EM in Moskau ab. Stattdessen feilte die 34-Jährige im heimischen Oberstdorf an den technischen Feinheiten. Bei Savchenkos fünften Winterspielen soll es schließlich endlich mit der ersten olympischen Goldmedaille klappen. Die fünfte Olympia ist es, schon eine Zahl. Und ich habe ein gutes Gefühl eigentlich. Seit Salt Lake City 2002 war Savchenko immer bei Winterspielen dabei. Nach zweimal Olympia-Bronze in Folge zählt sie mit ihrem neuen Partner Massot wieder zum Favoritenkreis. In Pyeongchang erwartet das vor 4 Jahren formierte Duo allerdings einen ganz heißen Tanz. Es sind so viele Paare, die gut sind und die auf Medaille kämpfen. Es wird, denke ich, schon 10. Also 10 Paare, die auf eine Medaille kämpfen. Deswegen, es wird sehr interessant. Dennoch, mit dem Triumph beim Grand Prix-Finale im Dezember schürte das Paar die Hoffnung auf den ganz großen Coup. Mit Olympiagold in Südkorea.